Eine beeindruckende Landschaft mit sanften Hügeln im Osten bis zu den alpinen Regionen des Westens. Dazwischen Seen, die zum Baden einladen und Städte, die Kulturgenuss versprechen. Im Winter zieht es Hunderttausende zum Skifahren und Langlaufen ins Land. Was braucht man also mehr, um ein erfolgreiches Urlaubsland zu sein? Richtig, eine gute Hotellerie und Gastronomie, denn sie sind die Aushängeschilder in jedem Tourismusland, insbesondere in Österreich. Dass man sich so richtig wohlfühlen kann, dafür sorgen nicht nur gute Speisen und angenehme Atmosphäre, sondern auch stets das Personal. Und da gehören gut ausgebildete Gastronomen, Hotelfachkräfte zu den wichtigsten Kräften des Landes. Es ist sicher der erste Kontakt im Hotel, im Restaurant und sei es nur die Roststätte, auf der man gerade dorthin fährt. Wenn der positiv ist, schaut schon mal gleich ganz anders aus, als wenn der umeinander muffelt. Und die Küche vielleicht auch noch passt, dann fährt man natürlich in das Land sicher gerne. Um jungen Menschen die Chance zu geben, ihr Können in diesem Bereich unter Beweis zu stellen, finden alljährlich Staatsmeisterschaften für Tourismusberufe der Lehrlinge statt, so wie dieses Jahr in der Berufsschule Obertrum in Salzburg. Zuerst werden in Landesmeisterschaften die jeweiligen Landesmeister aus den Bundesländern ausgewählt, die sich dort als Beste ihrer Branche bewährt haben. Dann treten sie bei den Staatsmeisterschaften im Wettbewerb gegeneinander an und kämpfen dort um den Staatsmeistertitel. Dieses Konzept soll die Lehrlinge in ihrem Job motivieren und andere zum Nachahmen anregen. Dieser Wettbewerb hat eine sehr große Bedeutung für den Tourismus, weil hier messen sich die Besten der besten Lehrlinge Österreichs. Ist wichtig für unseren Standard, den wir haben, international, national. Und daher ist dieser Bewerb natürlich ein Maßstab auch für die Qualität der österreichischen Ausbildung. Ausgetragen werden die folgenden Berufe: Koch und Köchin, Restaurantfachmann und Fachfrau sowie Hotel- und Gastgewerbeassistent und Assistentin, kurz HGA genannt. Je nach persönlicher Leistung gibt es für jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin ein Teilnehmerzertifikat, eine Bronze-, eine Silber- oder eine Goldmedaille. Da in der Gastronomie auch stets Teamwork eine große Rolle spielt, gibt es zusätzlich dazu noch eine Bundesländerbewertung und das beste Bundesland wird mit einer Trophäe ausgezeichnet. Verschiedene Aufgaben sind vor einer Jury zu bewältigen, die am Ende die jeweiligen Leistungen überprüft und feststellt, wer sich besonders bewährt hat. Bei der Küche liegt ein besonderes Augenmerk auf Hygiene und Ökonomie, Mise en Place sowie Zubereitung, Geschmack und Präsentation. Beim Service geht es um Tischdecken, Cocktails und 5 weitere Küraufgaben und den wichtigen Service am Gast. Und die HGA-Aufgaben gehen von Telefonanfragen über Check-in und Gästebetreuung sowie außergewöhnliche und unerwartete Situationen im Hotel, Anfragen in Englisch bis hin zum Check-out und Backoffice, also zum Beispiel das Beantworten von Beschwerdemails. Dazu kommen dann noch sogenannte Mystery-Aufgaben wie die Zubereitung einer außergewöhnlichen Speise oder Weindegustation. Es ist für mich als gelernten Koch natürlich auch immer wieder ein Highlight und es ist einfach wunderschön, wenn man nachher sieht bei der Verleihung, wie die Jugend dort hinfiebert und vor allem auch der ganze Einsatz, den sie bringen. Ja, sie sind da mit Leib und Seele dabei und da sieht man auch die Emotion. Das ist einfach ein wunderschöner Wettbewerb und wir sind immens stolz darauf, dass sie 81 Jugendliche dazu die Zeit nehmen auch, weil man muss sagen, da ist natürlich viel persönliches Engagement dabei, es sind viele Trainingseinheiten dabei, dass man schlussendlich hier diese Leistungen erbringen kann. Das österreichische Ausbildungssystem genießt weltweit einen sehr guten Ruf. Eine Ausbildung, die den jungen Menschen natürlich zugutekommt. Ich glaube, dass wir nach wie vor im Spitzenfeld sind in unserem dualen Ausbildungssystem. Also die Mischung zwischen Schule und Betrieb. Und international, wenn man sich umschaut, sind immer noch österreichische Führungskräfte in allen Top-Hotels vertreten. Also ich glaube, wir sind noch immer in der Ausbildung Nummer 1, obwohl doch schon in Summe wir langsam überlegen müssen, ob wir nicht was ändern wollen oder zumindest ein bisschen was adaptieren, dass wir ein bisschen moderner werden. Insgesamt wird es allerdings immer schwieriger, neue Lehrlinge zu bekommen, da es viele junge Menschen vorziehen, eine Schule zu besuchen.
Grundsätzlich ist es in allen Branchen mittlerweile schwierig, Lehrlinge zu bekommen, weil jeder eine Schule machen will. Am Ende des Tages, glaube ich, aber sind die Lehrlinge die großen Gewinner. Und ich glaube schon, dass es auch dem Tourismus gelingen wird, wieder die notwendigen Lehrlinge zu bekommen, um vor allem ihre Fachkräfte, Ressourcen aufzufüllen. Entscheidend und wichtig ist, dass das alle Spezialisten sind, spezialisiert in der Küche, im Service oder auch an der Rezeption. Und das macht sie so wertvoll. Und letztlich kann es nur in einer Lehre gelingen, das Handwerk zu erlernen, das man braucht, um sich spezialisieren zu können. Oder anders ausgedrückt? Wenn ich Koch werden will, führt an einer Kochlehre in einem guten Betrieb nichts vorbei. Doch auch insgesamt ist die Attraktivität der Gastronomie als Beruf zurückgegangen. Wir haben massivste Probleme momentan, Lehrlinge zu finden, weil man natürlich eine gewisse Attraktivität im Tourismus vermissen lässt. Die Arbeitszeiten natürlich nicht unbedingt familienfreundlich sind. Und von daher natürlich haben wir massivste Probleme, die jungen Menschen für unseren Beruf zu begeistern. Dennoch gibt es in letzter Zeit auch wieder Grund, optimistisch zu sein. Einerseits steigt durch die Medien das Interesse an der Gastronomie wieder. Ja, also auf der einen Seite ist es natürlich sexy, es ist modern, weil eigentlich egal in welchen Kanal ich einschalte, Kochen und über Essen reden oder Koch-Challenge und Wettbewerbe ist in allem Munde und ist natürlich modern. Andererseits versucht man die Lehre durch neue Modelle wie Lehre mit Matura neuerlich attraktiver zu machen und schließlich bietet sich hier auch eine gute Chance an, Migranten oder Flüchtlinge zu integrieren. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Betriebe. Wir sind selber ein Betrieb, der hier einfach in diese Richtung geht. Ja, wir haben selber einen Immigranten, der bei uns gerade die Ausbildung macht. Ich glaube, es ist wichtig, es ist eine große Chance, uns auch in die Küche Kulturen näher zu bringen aus anderen Ländern. Auch wenn wir jetzt nicht unbedingt gleich anfangen, zu libanesisch zu kochen oder syrisch zu kochen. Aber es tut gut, einfach aufeinander ein bisschen zu schauen und ein bisschen aufeinander Rücksicht zu nehmen und voneinander zu lernen. Und wenn man sich weltweit umschaut, kommt man darauf, dass österreichische Gastronomen nach wie vor sehr erfolgreich sind. Als erstes mit unserem Ausbildungssystem, was wir haben in Österreich, beneidet uns eigentlich die ganze Welt. Und wenn Sie schauen, auf der ganzen Welt oder wenn irgendeine Dokumentation kommt von einem Schiff oder von Dubai oder was, wer ist der Küchenchef oder wer ist der Restaurantleiter? Das sind zu 99% österreichische, gut ausgebildete Fachkräfte, die eigentlich von unserem Lager kommen. Aber ist es da nicht ein Problem, dass diese Kräfte dem heimischen Markt verloren gehen? Ich würde nicht sagen, sie gehen verloren. Sie müssen raus. Es ist gut, wenn sie raus müssen, was anders sehen. Es ist aber dann umso schöner, wenn sie dann einfach wieder zurückkommen und ihre Erfahrung, die sie auch im Ausland gesammelt haben, einfach in Österreich wieder zum Einsatz bringen. So kann man durchaus mit Stolz auf die Leistungen blicken, die Österreichs Gastronomen und auch der Nachwuchs in diesem Bereich erbringen. Ja, Österreich ist zwar geografisch jetzt von der Ausdehnung kein großes Land, aber im Tourismus ist Österreich schon ein kleiner Riese, sage ich jetzt einmal. Und stolz sind natürlich auch die frischgebackenen Staatsmeister, denen es vor lauter Freude ein wenig die Sprache verschlagen hat. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Ich bin wirklich, ich kann nichts reden gerade. Ist eh voll geil. Wunderschön. Das ist, was kann man sich mehr wünschen als Staatsmeister zu werden. Ich werde es natürlich mal weitermachen. Ich werde das in Erwägung ziehen, was jetzt als nächstes kommt. Ich werde alle überall mitmachen. Ja, ich glaube, dass mir jetzt viele Türen offen stehen und ja mal schauen, was die Zukunft bringt. Jetzt haben wir unseren Trainer auch zu verdanken, an Thomas Benz, der viel mit uns trainiert hat. Besser kann es auch nicht gehen. Schönes Gefühl, wirklich. Ja. Sie können mit Stolz auf die Meisterschaften zurückblicken. Auf jeden Fall ist ihr Erfolg im Salzburger Crown Plaza ausgiebig gefeiert worden, mit Siegerehrung und anschließender Disco. Und vielleicht inspirieren Sie ja schon die nächsten Lehrlinge, die ihr Können nächstes Jahr wieder beweisen können. Ja.